was habe ich gestern gesagt? 2, 3 Tage wird es ungefähr dauern. Ich gucke heute Morgen und tada, das Zipfelchen ist schon wieder da. So, bei der Gelegenheit habe ich noch was ganz anderes beobachtet gerade. Und zwar, das letzte Blatt, was herausgewachsen ist, hat komische weiße Flecken auf den Blättern. Und da gucken wir jetzt mal genauer nach. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir starten heute hier im Dschungel. Ja, also da bin ich ja mal gespannt, was das ist. Wir wissen noch, der Farn, der dort hängt, der Geweihfarn, der hatte damals Wollläuse gehabt. Ne? Und wir haben ja versucht, die wegzubekommen. Und ich habe auch lange Zeit gar nichts mehr dran gesehen. Wir haben ja öfters mal geduscht und so. Ja, also ich habe fast die Vermutung, dass die auf die Banane übergekrabbelt sind. Aber wie gesagt, beim Farn selber konnte ich bis heute nichts feststellen. Das ist mal sehr interessant, aber aus der Entfernung kann ich es nicht sehen. Das heißt, ich muss mal gucken, wie ich die Aufnahme gleich mache, dass wir uns das mal ansehen können, wie das aussieht. Wollen wir mal gucken. Wäre ganz schön, ne, wenn wir was Neues haben. Wäre nicht verkehrt, oder? Was sagst du dazu? Wäre ja cool. So, ich hoffe, dass dann auch wirklich was ist und nicht, ja, muss ja eigentlich, weil anders kann das gar nicht kommen. Ja, okay, also, die Banane ist jetzt wunderbar am Wachsen. Das erste, letzte Blatt, was rausgewachsen ist, hat lange gedauert, bis das so gekommen ist, ne, gestartet richtig. Und das nächste kommt jetzt gut hinterher. Wir erinnern uns, auch die Banane haben wir damals gemeinsam umgetopft und dementsprechend ist sie gut eingewachsen und gibt jetzt richtig Gas. Dann schauen wir jetzt mal näher dran an die ganze Geschichte. Ja, also ich gehe fast davon aus, dass es Wollläuse sind, weil was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Näher kriege ich es jetzt aber nicht rangezoomt. Das heißt, ich muss gleich mal gucken, dass wir nochmal eine andere Einstellung machen. Da ist auch noch was. Ja, doch, das sind definitiv Wollläuse. Ja, okay, yippie-yay. Als erstes werde ich jetzt hier mal kurz was machen. Ich habe gerade eine Zeitrafferaufnahme gemacht. Die blende ich euch mal kurz ein. Man kann nicht viel sehen, aber im oberen Bereich sieht man was zappeln. Also wir haben tatsächlich Wollläuse. Ach, warte mal, das kriege ich ja so gar nicht hin. So, ich kriege den nicht höher gehangen und das Ding wird mir zu lang. Das heißt im Klartext, ich muss den mal separat einen Haken geben, damit er... Oh, muss ein bisschen aufpassen hier, damit er ein bisschen höher hängt. Oh, 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 vorsichtig, vorsichtig hier. So, ja, okay. Also, er bekommt einen separaten Haken. Dann nehmen wir das Ganze auch ein bisschen weiter nach hier. Dann haben wir mehr, ein bisschen mehr Bildfläche in dem Sinne zum Filmen. Ne? Das wäre ungefähr hier. Ich hoffe, das passt jetzt. Wenn nicht, dann muss ich es halt nochmal machen. Ist ja nicht so wild. So. Das ist eine easy Sache mit den Haken, das sage ich dir. Eine Gipskarton hast, eine Decke. Das ist immer cool. So, und ich habe hier die, also überall diese Dübel, also da ist bisher noch nichts abgerissen, abgebrochen oder was der Geier, was? Das hält wirklich gut. So, Haken ist drin und jetzt hängen wir das Schätzchen da rein. So, vorsichtig, erstmal nach hinten, genau. Wenn es nicht passt, wie gesagt, dann muss ich es halt nochmal machen, woanders dann dementsprechend. Ne? Ja, guck mal, passt doch wunderbar. Cool, ne? So, habe ich ein bisschen mehr Platz hier. Weil ich habe hier auch mal was stehen, ne? Und das muss ich immer weghängen, wenn ich hier was stehen habe. Von daher ist es gar nicht so verkehrt. So, ja, also wir haben gesehen, wir haben Wollläuse. Um Gottes Willen. Ja, so ist das, ne? Ich sage dir, du. Also die haben sich ja nur echt lange Zeit zurückgehalten, muss ich sagen. Das ist schon interessant, dass sie trotzdem sich jetzt noch entwickelt haben. So, Klartext, wir werden was machen? Jawohl, Blattglanzspray weiß Bescheid. Aber ganz kurz dazu gesagt, das weiß ich nämlich jetzt schon, die Banane ist da ein bisschen empfindlich, was das angeht. Aber da muss ich jetzt entscheiden, ne? Ja. Ja, genau. Nicht erschrecken. Besser ist das, ne? Ganz wichtig. So, jetzt wie gesagt, die Banane, die reagiert nicht so gut darauf, das weiß ich jetzt schon. Aber ich muss abwägen, ne? Das ist nun mal so. Okay, also, dann sprühen wir einmal von unten ein die Blätter. In dem Zuge auch gleich den Farn hier mit. Weil es einfach besser ist, ne? Und dann können wir auch hier sehen, inwieweit das dann funktionell ist oder nicht. So, den hatte ich. Hier noch nicht. So, einmal hier. Ja, besser ist das, ne? Ich sag's dir, du, bevor ich hier jetzt mit chemischen anderen Mitteln noch dazu komme und hast du nicht gesehen,
dann machen wir das jetzt hiermit einfach mal und können dann auch erleben, inwieweit das funktioniert. So, okay, jetzt die Blätter von oben. Und wie gesagt, nur leicht einsprühen, ne? Nicht pitschi-patschi nass, das muss nicht sein. So, wie komme ich jetzt da oben hin? Das wird jetzt nicht so einfach. Das Blatt mit dem rüberziehen ein bisschen hier. So, ja, siehst du wohl, ne? Den haben wir. Das wird ein bisschen schwieriger hier. Komm mal her, Schätzelein. So, den hatten wir schon. Ja, so ist das, ne? Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Den hatte ich noch nicht, nein. Den auch noch nicht. Okay, das müsste es gewesen sein. Wenn nicht, sehe ich es gleich im Film, ob ich irgendwas verpasst habe oder nicht, ne? Ist halt so. So. Der Ventilator bleibt jetzt erstmal aus, ganz klarer Fall. Und ich gehe jetzt erstmal raus hier. Besser ist das, ne? Okay, ja. Was willst du machen, ne? Oh, Licht muss ich gleich anmachen. So, ich habe den Untersetzer jetzt auch mal eingesprüht. Nur ganz leicht, ne? So, pssst, um mal zu gucken gleich, wie das dann aussieht. Da kann ich eine Zeitrafferaufnahme machen. So, jetzt kommen wir zu unserer Mango hier. Die werden wir heute durchspülen. Ich habe gerade gemessen, wir haben nur noch 300 Mikrosiemens im Untersetzer drin. Ich habe die letzten drei Male, glaube ich, tatsächlich 500 durchgegossen. Und von daher gießen wir heute mal mit 1000 wieder durch. Damit das Ganze mal wieder ordentlich versorgt ist. Ne? Grundsätzlich ist ein Starkzehrer, wissen wir, ne? Bei 1000 Mikrosiemens. Und von daher, ne? Wenn man dann zwei, dreimal mit 500 gegossen hat, dann unbedingt wieder mit 1000. Bei der Gelegenheit, da ich ihn jetzt gerade hier stehen habe, mache ich das auch ein bisschen clean up. Und dann weiß ich, dass die Pflanze richtig gut versorgt ist und brauche mir da erstmal keine Sorgen machen. Also die Frage, wann müssen wir das Ding umpflanzen, ne? Umtopfen. Also im Moment noch nicht, würde ich sagen. Wir haben ja schon Pflanzen, die viel größer im Verhältnis zum Topf gewesen sind. Und von daher, oh, haben wir hier noch Zeit. So, dann gieße ich noch ein bisschen rein hier, dass auch für längere Zeit versorgt ist. Okay, Philodendron Silverswort. Ja, das Schätzchen, das steht hier unten auf dem Fußboden. Ist ja hier eine Bewurzelungsphase mehr oder weniger. Und da gucken wir jetzt auch mal etwas genauer rein. Ja, ich hätte sie fast vergessen, wollte ich jetzt gerade sagen. Jetzt habe ich hier lauter Staub drauf vom, ach du meine Güte, vom Gipskarton, was Bescheid, ne? Okay, da gucken wir jetzt mal genauer rein. Das gleiche habe ich jetzt mit der Mango auch gemacht hier. Ne? Besser ist das zwischendurch. So, jetzt schauen wir uns das Schätzchen an und das Schätzchen an hier. Das ist unser Philodendron Burlmarx Variegata. Den hat man vor kurzem geschenkt bekommen. Den haben wir noch gar nicht lange. Der Philodendron Silverswort, den haben wir schon längere Zeit. Der ist, wie gesagt, hier in der Bewurzelungsphase. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich würde sagen, das sieht recht gut aus. Also, den dürfen wir heute tatsächlich einpflanzen. Auch hier das Ganze mit Urgestein zumindest versuchsweise. Also, das hat soweit ganz gut geklappt. Aber nach wie vor ganz wichtig, wenn man Urgestein zumindest reinmacht, dann ist das Wurzelwachstum definitiv langsamer, als wenn man jetzt nur reines Wasser nimmt. Dementsprechend mit einem Stückchen Holzkohle oder auch ohne geht auch. Ne? Aber wir machen es mit, weil es nochmal einen Tacken besser läuft. Bei dem Philodendron Burlmarx Variegata. Der entwickelt sich also prächtig. Hier steht das Ganze wirklich im reinen Wasser mit einem Stückchen Holzkohle. So, das Schätzchen sieht richtig gut aus und auch die Wurzeln machen sich richtig gut. Auch die Saugwurzeln sind prächtig am Wachsen. Das heißt, wir werden heute etwas einpflanzen und zwar alle beide in dem Sinne, aber nicht zusammen. So, dann muss ich mal kurz, bevor ich das wieder vergesse, die Maracuja gießen. Die muss ich ja jeden Tag hier im Untersetzer einmal voll gießen. Und die schluckt also enormst Wasser, kontinuierlich bei 1000 Mikrosiemens im Moment, weil das ist echt ein, boah, ja, eine richtige Schluckeule, was Nährstoffe und Wasser angeht tatsächlich. So, okay, dann pflanzen wir jetzt ein bisschen was ein hier, würde ich sagen. Den können wir noch nicht einpflanzen. Das ist, den wir mitbekommen haben. Das ist, ja. Burlmarx, das ist allerdings jetzt ein ganz helles Blatt hier, hat eine ganz kleine Wurzel, aber entwickelt sich tatsächlich und auch die Wachstumsspitze, aber der braucht noch ein bisschen Zeit hier drin. Ne? Das lassen wir noch wachsen in Ruhe.
bevor wir dann hier zum Einpflanzen kommen. Denn Wurzeln sollen sie schon ordentlich haben, wie wir das jetzt hier gegeben haben. Das sieht richtig cool aus. Also richtig schöne Saugwurzeln entwickelt an der Spitze. Coole Sache. So, jetzt sind die Wurzeln natürlich nach oben gewachsen. Nicht natürlich, sie sind nach oben gewachsen. Also müssen wir auf jeden Fall so tief einpflanzen, dass die Wurzeln komplett drin sind. Ganz klarer Fall. Wir wählen auch keinen zu großen Topf, ne? Weil die Wurzeln, die müssen erstmal einwachsen in den Topf. Und wenn du einen ganz großen Topf nimmst, dann dauert das ewig lange. Und da ist das in der Pflege dann nicht so einfach, was Nährstoffe angeht. Ne? Ganz wichtig. So. Dann pflanzen wir das Schätzchen ein. Ja, also mit dem Blattglanzspray ganz wichtig. Wir haben jetzt etwas, ich sag's mal so, mehr als im Normalfall jetzt gesprüht bei der Banane. Also da sollte man dann auf jeden Fall den Raum verlassen und warten, bis sich der Nebel gelegt hat in dem Sinne. Ne? Denn das ist ganz, ganz feiner Nebel, der sich da ja, ergibt in dem Sinne. Ne? Und von daher ist das ganz wichtig, da erstmal nicht reinzugehen und gegebenenfalls dann anschließend mal zu lüften. Und von daher, ne? Vorsicht walten lassen. So, haben wir denn jetzt hier noch was drin? Ja, wir haben noch was drin. Das ist sogar noch voll. So, wir verwenden jetzt hier die 500er Variante. Jetzt habe ich allerdings das Ganze gestern angesetzt hier. Das heißt, dann rühren wir das nochmal durch. Wenn es eine Zeit lang gestanden hat, dann sollte man das auf jeden Fall mal durchrühren. Ne? Ganz wichtig. So. Birlmax Variegata. Der Philodendron. Okay. Dann haben wir das schon mal hinbekommen. Untersetzer. Und auch den halten wir jetzt erstmal im Anstau, ganz klarer Fall. Weil es dann einfacher läuft. Ne, nicht, dass uns die Wurzeln hier austrocknen. Er darf also ständig hier Mineralsubstrat nass sein. Das ist also überhaupt nicht das Problem. So, jetzt habe ich nochmal unsere Syngonium Albo Variegata hier stehen. Da gucken wir heute nochmal rein. Das ist die Variante hier mit Urgesteinsmehl. Und das ist die Variante ohne alles. Also hier tatsächlich, muss man mal reingucken hier, tatsächlich auch ohne Holzkohle. Ne, mit Holzkohle. Tada, doch mit Holzkohle. Da sind so ganz kleine Stücke unten drin, deswegen hatte ich das letzte Mal nicht gesehen. Also das, den Unterschied sieht man schon, ne? Das, obwohl jetzt momentan holt Urgesteinsmehl langsam auf, ne? Seitdem die Wurzeln richtig am Wachsen sind. Man kann auch hier sehr schön ganz feinen Wurzeln tatsächlich jetzt schon erkennen, also eine Verzweigung. Ja, wir lassen sie noch drin. Ich dachte vorhin, ich pflanze sie ein, aber nachdem ich das jetzt so gesehen habe, lasse ich sie doch noch ein paar Tage drin, um das nochmal genauer zu beobachten. Da bildet jetzt hier oben übrigens auch schon Wurzelkranz aus. Ja, da bin ich überlegen, ob wir den dann komplett nochmal tiefer setzen. Pass mal auf, das machen wir. Das machen wir. Dafür brauchen wir allerdings. Hör auf, hier können wir ruhig schon Dünger reinpacken. Ne? Hier ist ja schon Wurzelwachstum im Gange. Dann setzen wir die Wurzeln mit unter Wasser hier. Dann können die sich mit ausbilden. Dann können wir aus dieser Pflanze dann nämlich später Zweige machen. Wenn ausreichend Wurzeln gegeben sind, schnappen wir mal ab. Dann haben wir im Prinzip nochmal einen Teilsteckling, so wie hier. Und somit haben wir dann drei Pflanzen. So, okay. Halt hier noch einen Schluck rein. Dann pflanzen wir jetzt die Silver Sword noch ein. Wir kommen just zum Philodendron. Brasil, Scandens Brasil. So, das ist ja unser Kopfsteckling. Nicht Kopfsteckling, Teilsteckling, wo dieses helle Blatt damals herausgewachsen ist. Dieses hier. Das ist dann nachgewachsen. Ne? Sieht richtig cool aus. Und hier kommt das nächste Blatt. Da bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Aber das ist doch recht hell. Mal gucken, ob es jetzt dieser Teil dann dunkelgrün und der nächste dann hellgrün wird. Sieht gerade ein bisschen merkwürdig aus. Okay, ich wollte es einfach nur gezeigt haben, weil hier entwickeln sich ja auch Wurzeln mittlerweile. Und das werde ich jetzt ein bisschen nachfüllen hier, damit die Wurzeln jetzt auch mal so direkt Kontakt bekommen zum Substrat, damit die auch hier einwachsen können. Das ist dann für die Pflanze nochmal ein bisschen besser. Und in dem Zuge werden wir das Ganze gleich auch ein bisschen durchspülen. Es kommt hier jetzt auf der Kamera nicht so rüber, glaube ich. Ne? Das ist schon, das sieht fast weiß aus. Ein bisschen kippen, vielleicht kann man es so erkennen. Also das ist jetzt mal mega interessant. So, okay, dann einmal hier drauf. Und einmal durchspülen mit Leitungswasser hier. Es ist ja nun ein sehr kleines Pflänzchen. Ne? Gut, der Topf ist jetzt auch klein, könnte man denken. Aber der ist doch noch im Verhältnis zur Pflanze relativ groß. Und wir gießen hier mit 500 Mikrosiemens. Und ich habe gerade nachgemessen, wir haben 1000 Mikrosiemens drin. Also das war definitiv zu viel. Also, ne? Das ist schon wichtig zu wissen bei dem kleinen Pöttchen. Wie mache ich das denn jetzt hier? So, pass auf, ich stelle den jetzt hier drauf. So, und dann kommt jetzt wieder ein Schluck rein hier.
bei 500 und dann ist jetzt erstmal wieder gut, ne? Gut versorgt in dem Sinne. So, ich stelle nochmal Jesus hier drauf. Aber das ist schon eine interessante Geschichte, wie das Schätzchen sich jetzt hier so entwickelt. Ne? Okay. Jetzt kommen wir zum Philodendron Silver. Silver Sword. Bisschen Holzkohle unten rein. Einfach nur, ne, um zu gucken, wie die Pflanze dann sich so entwickelt. So, ein bisschen Substrat unten schon mal rein. Dann nehmen wir unser Schätzchen jetzt raus hier. Und, ja, ein kleines bisschen tiefer kann er. Hier ist jetzt eine alte Wurzel von damals. Warte mal, die schneide ich mal eben just ab hier. Wo haben wir denn die Schere? Die haben wir doch hier liegen. So. Okay. Wenn was kaputt dran ist, dann nehmen wir es ab, logischerweise. Ne? Besser ist das. So, jawohl, jetzt passt das auch wunderbar von der Tiefe. Bei der Mango übrigens noch mal ganz kurz erwähnt. Das ist ein Starkzehrer, wissen wir, ne? Aber ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, die dürfen niemals austrocknen im Substrat, also die Wurzeln. Ne? Wenn die einmal trocken werden, dann, ja, ist ja, Exitus nicht unbedingt, aber die Pflanze wird nie wieder richtig wachsen, es sei denn, du hast irgendwie ein bisschen Glück oder so, ne? Oder du merkst es und reagierst dementsprechend, das heißt also durchspülen ohne Nährstoffe. Dann kannst du vielleicht Glück haben, dass es nochmal neue Wurzeln macht, aber ansonsten, wenn die Mangos einmal trocken sind im Wurzelbereich, dann ist in der Regel, ja, nicht exitos, aber es wird nicht mehr vernünftig, ist so. So ein Schätzchen habe ich nämlich auch gehabt. So, ja, da kannst du gießen, tun und machen, dann wird nichts Vernünftiges mehr. So, dann, so. Ach, im Moment ist aber auch, ich habe wieder so viel im Kopf, da glaubst du gar nicht. So, ja, schon wieder so. Ey, jetzt aber gut mit so hier, ne? Detlef, reiß dich mal zusammen. Nimm mal ein paar andere Wörter. Okay, ach nee, kennen wir auch schon. Einmal ein bisschen durchgespült das Ganze. Und dann kommt das jetzt auf den Untersetzer. Und dementsprechend können wir das jetzt auch im Anstau halten hier. Ein bisschen reingießen, nicht zu viel. Es läuft ja noch ein bisschen hinterher. Ja, okay, also haben wir sie jetzt auch eingepflanzt. Ich muss das Etikett noch abmachen hier und draufkleben, dass ich das nicht vergesse. Ja, mit Namen behalten ist immer so eine Sache. So, dann klebe ich das noch drauf, dass wir wissen, was die Sache ist. Ne? Wenn wir uns das Schätzchen nochmal angucken. Ich habe auch draufgeschrieben mit Holzkohle tatsächlich, dass wir da Gewissheit haben. Wieso, weshalb, warum, ne? Okay. Yippie-yay. Ohne viel Schnickschnack, Schnippschnapp. Ja, hör auf, ich habe mich jetzt dazu entschieden. Schon seit einer Woche überlege ich, was mache ich mit dem Unsterblichkeitskraut. Das wächst ja und wächst und wächst. Und es ist alles so zugewachsen schon hier, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, das Ganze mal zurückzuschneiden. Und den Topf da oben runterzuholen, das ist der rote Lechhutzer-Topf da oben. Denn das wird komplett in dem Sinne verwurzelt sein. Ne? Und irgendwann muss man da einfach mal eingreifen. Und das mache ich jetzt, weil das ist, wird mir einfach zu viel mittlerweile. Man kann ja bald schon nicht mehr sehen, was da ist, ne? Was da wächst überhaupt und so. Und von daher mache ich das jetzt mal ganz kurz in Ruhe, ohne das zu filmen. Und dann schauen wir gleich mal, wie die Geschichte dann ausschaut. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist mir jetzt einfach zu viel. Auch dahinter sieht man jetzt nicht. Ne? Da am Regal entlang unten wächst das ja schon lang runter bis auf den Boden. Hast du nicht gesehen? Also, das wird mir einfach zu viel hier, das Gewurstel. Und von daher werde ich das heute mal abnehmen. Ja, ne? Da oben in dem kleinen Topf, da wächst das Ganze. Okay. Das hat schon mal ordentlich Luft gegeben hier. Ich mache jetzt aber nicht weiter, mache ich morgen weiter oder irgendwann. Mal gucken, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Denn ist doch einiges an Aufwand. Die Seite ist jetzt frei hier. Da muss ich noch, wie gesagt, aber ich wollte jetzt aufhören, damit ich noch ein bisschen was mit euch machen kann hier. Denn ich möchte jetzt nicht bis Feierabend hier rumschnippeln. Hör auf, die Pictus, also das ist auch der Hammer. Guck dir das mal an, was die gewachsen ist. Das ist echt Wahnsinn, ne? Die kommt da oben aus dem Topf, kommt die raus, geht da hoch, da oben drüber, wieder runter und, ne, also die wird länger. Das ist der Wahnsinn, mal gucken, wie lange sie noch wird. Ich muss auch gucken, wie ich das positioniere da oben, hast du nicht gesehen. Aber was wir jetzt sehr schön sehen können, bei der Begrünung der Wand, ist, ja, die Wachstumsart in dem Sinne von den Pflanzen. Am allerbesten wächst tatsächlich hier, wenn man es grün haben will, der Philodendron Scandens Brasil. Also hier hast du eine wirklich schöne grüne Säule mittlerweile schon. Und wenn du dafür jetzt mehrere Töpfe an der Wand hast, dann hast du wirklich eine komplett, ja,
Grüne Wand mit dem Baumfreund hier. Also das ist eine richtig coole Sache. Efeutute Enjoy ist mäßig gewachsen hier. Die hat einen einzigen langen Trieb tatsächlich. Das ist der hier. Dann könnte man auch hier runterhängen. Sieht ein bisschen blöd aus jetzt, weil er verkehrt rum dann ist. Von daher lege ich den hier hinten wieder rein. Dann kann er von da irgendwo runterwachsen oder wie auch immer. Ja, dann die Modania. Das könnte man vielleicht irgendwo dazwischen setzen, aber jetzt nicht so weit weg, wie man es jetzt hat im Bilde. Ich meine, die wird ja auch mächtig groß und ich musste sie ja damals schon mal zurückschneiden. Wird sicherlich nochmal richtig kommen, aber das dauert auch recht lange. Und von daher, ja gut, das nehmen wir heute so mit, wie es ist. Aber wie gesagt, die Pictus hier, Scindapsus Pictus, also die wächst wie der Hammer, das ist Wahnsinn. Macht allerdings ja relativ, wächst nicht so dicht, sagen wir es mal, ne? Aber sie kann an der Wand entlang wachsen, das geht tatsächlich. Ne? Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Was wollte ich noch gesagt haben? Das Unsterblichkeitskraut brauche ich da oben gar nicht mehr hinstellen. Eigentlich konnte ich aber anders hinstellen, weil die ist hier in den Topf reingewachsen bei dem Philodendron und auch hier reingewachsen. Das heißt, sie wird da wieder rauskommen und das Ganze dann wieder begrünen. Hier. Also kann man das tatsächlich zwischendurch mal zurückschneiden und verjüngen in dem Sinne. So, oh, ich sage dir, du. Es sind so manche Sachen, die muss man einfach mal machen, ne? Weil irgendwann hat man es dann über auch, wenn das zuwächst und dann einfach mal schnipp, schnapp, schnipp, schnapp und ab und dann kann sich alles neu entwickeln oder gegebenenfalls verändert man dann anschließend etwas, aber nicht jetzt sofort, ne? Denn das soll erstmal wachsen in dem Sinne. Ja, okay, jetzt konnte man da gar nicht so viel sehen, weil der eine hier noch mithängt jetzt, unser Schlangenkaktus. Tja, da haben wir ja zwei von. Hängen gehabt in dem Sinne. Ja, mal gucken, wo ich sie dann jetzt wieder hinhänge, ob ich sie direkt damit beipacke wieder oder nicht. Wollen wir mal gucken. Ne? So, dann kommt der Stern da hinten auch wieder ein bisschen besser zur Geltung, wenn er den scharf stellt. Warum stellt er denn jetzt das Band scharf? Sag mal, jetzt verstehe ich auch gar nichts mehr. Du glaubst dir das? Ist so. So, da ist der andere Schlangenkaktus. Er ist auch mächtig in die Länge gewachsen. Das ist übrigens das Stück, was damals ja schon kaputt war bei der Pflanze selber, was wir dann rausgezogen haben, dann eingepflanzt. Ja, macht sich gut. Okay, also es ist so, es ist. Wollen wir mal gucken. Gleich wird das Licht ausgehen hier. Hat nämlich nur noch 1%. Ja, 1% noch. Wie es hier weitergeht dann. Weiter geht's. Hört mal auf. Die Maranta Leuconeura Fascinator. Das ist nicht diese, das ist der Schlangenkaktus. Die werden wir jetzt mal an die Wand bringen. So. Nehmen wir den Topf am besten raus, dann ist das nämlich einfacher. Nehmen wir den Topf mal raus, hier festhalten. Und dann hängen wir den Topf jetzt auf, dann können wir was sehen. Doch, ne, geht, ne? Pass mal auf, dann hängen wir den jetzt an die Wand hier einfach. Ups. Augen auf und so, jawohl, wunderbar. Und dann gucken wir mal, wie das Schätzchen hier so zurechtkommt. Also zwischendurch muss man einfach ein bisschen was verändern, ne? Besser ist das so. Es wird jetzt ein bisschen dauern, bis die Blätter sich dann nach hier richten, aber das ist soweit okay. Ich bin auch überlegen, ob ich den hier weghänge. Da hinten mehr hin, mehr zum Licht hin. Ja, obwohl, ach, weißt du was, ey, die kommen jetzt nicht so viel auf einmal, ne? Das ist jetzt soweit erstmal okay, würde ich sagen. Dann gucke ich mal, was ich mit der Pictus noch mache, wie ich die hier an die Wand bringe. Oder wie auch immer. Manchmal was Neues, ne? Warum nicht? Ist schön, wenn man so ein bisschen umgestalten kann, aber nicht so viel auf einmal. Sonst hinterher sieht es gar nicht mehr aus und das wollen wir ja noch auch nicht, ne? Ja, okay, dann muss jetzt noch die Blätter nach hier richten und dann wollen wir mal gucken, wie sie sich da oben dann entwickelt. Das mit dem Stein ist schon eine coole Sache, ne? Wenn das Licht jetzt noch passen würde. So. Wir sind jetzt noch mal im Dschungel. Und zwar wegen dieser einen Wurzel hier, die ja von ganz oben kommt. Ich habe jetzt erstmal hier einen Topf hingestellt, damit ich dort Wasser reinfüllen kann. Mir ist nämlich gerade aufgefallen. Wir haben ja gestern gesehen, dass die Spitze schwarz geworden ist, ne? Ich mal gucken, wie ich das jetzt so drauf kriege. Hier ist gerade nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Siehst du diese weißen Stippen da? Da? Oh, doch, kann man erkennen, ne? Ja. Dort verzweigt sich die Wurzel jetzt tatsächlich. Ja, okay. Das heißt also, ich werde das Ganze jetzt mal mit Wasser befüllen. Ich habe es gerade erst hingestellt. Und das Ganze bei 300 Mikrosiemens mit etwas Leitungswasser erstmal. Muss ich dann morgen, übermorgen mal kontrollieren, wie das aussieht. Ja, und dann mal sehen, wie die Geschichte sich hier weiterentwickeln wird. So, das fülle ich gleich selber voll und dauert das zu lange hier. Aber das ist schon eine interessante Geschichte, muss ich sagen, dass da plötzlich die Wurzel sich verzweigt. Ja, okay. Bleibt auf jeden Fall eine mega spannende Geschichte hier mit den Wurzeln von der Vanillepflanze. Und die gehen jetzt also auch ab wie Rakete. Ne? Die, da,
Das geht richtig schnell jetzt, muss ich sagen. Okay, yippie, die Töpfe hängen noch. Weiß Bescheid. Jetzt habe ich hier noch, ich stehe hier gerade mitten in der Sonne. Die Scindapsus pictus, die da vorne hängt im Topf, die habe ich jetzt hier rumgewurstelt mit 1, 2, 3 von diesen Klebehaken. Ne? Richtig coole Sache, richtig genial. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so einfach geht. Das sind 1, 2, 3, 4 Ranken sind das. Und die Längste war ungefähr etwa 3 Meter lang schon tatsächlich. Also das ist Wahnsinn, was die wachsen. Und da oben können sie ruhig weiter wachsen. Und bei gegebener Zeit mache ich irgendwo noch einen Haken dran. Und dann leite ich die weiter. Und das ist eine richtig coole Sache. So, okay. Hör mal auf. Das ist heute alles anders gekommen, als ich das gedacht habe. Aber was soll's, ne? Das mit der Banane heute Morgen war ein kleiner Schock. In dem Sinne, ne? Aber nicht so tragisch, denn daraus nehmen wir jetzt auch wieder so ein bisschen was mit, wenn wir das weiter verfolgen. Aber wie gesagt, die Banane ist ein bisschen empfindlich, ne? Was dieses Öl angeht, dieses Blattglanzspray. Da müssen wir abwarten, wie uns das dann da wieder fährt. In dem Sinne, aber das Bild sieht doch jetzt ein bisschen klarer wieder aus, ne? Das ein bisschen strukturierter, sagen wir es mal so. Ja, okay. Man hätte gedacht, dass das überhaupt so gut zuwächst, so schnell. Ne? Aber wie gesagt, hier der Scindapsus pictus nicht, sondern der Philodendron scandens Brasil. Der ist von der, ich sag mal, vom Wachstum her am besten geeignet tatsächlich. Ne? Ich meine, gut, mit langen Ranken ist zwar auch ganz schön, aber du hast eben nicht so ein schönes, dickes Bild, so ein dichtes Bild in dem Sinne. Ne? Jetzt steht er hier vor dem Potlol. So ist das. So, und dann ganz kurz gezeigt, Unsterblichkeitskraut. Kannst du dich daran erinnern? Wir hatten ja aus dem einen Topf den rausgenommen, geteilt und dann in den einen Topf reingesetzt und hängt da drüben im Dschungel an der Wand. Und den Rest, den habe ich hier in eine Tüte gepackt und seitdem sind sie hier drin. Ab und zu einen Schluck Wasser rein, auch mit Dünger, ganz klarer Fall, ne, bei 500. Und ich muss sagen, gut, sie sind jetzt nicht kräftig gewachsen, aber sie leben tatsächlich noch. So viel zum Thema Unsterblichkeitskraut, ne? Also das ist schon der Hammer. Ja, wir stehen hier vorne einfach so rum, die ganze Zeit, ne? Und wenn sie mal ein bisschen welk werden, dann gieße ich mal einen Schluck Wasser rein. So ist das, ne? Weißt Bescheid? Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. So, siehst du wohl. Ja, nee, ist besser. Doch, weil mittlerweile habe ich mich schon echt gefühlt, als wäre hinter mir ein Dschungel ist, ne? Wie an so einer Wand. Ich meine, ist zwar eine Wand, ne? Aber so unstrukturiert irgendwie. Und jetzt ist das Ganze doch wieder ein bisschen, ja, geordnet möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist wieder ein Bild, ne? Es ist wieder tatsächlich ein Bild. So, dann kann man jetzt auch die Dattelpalme da wieder richtig sehen. Die war ja auch voll hinterwuchert in dem Sinne von der Scindapsus pictus, die jetzt da oben rumwurschtelt. Ja, doch, gefällt mir wesentlich besser, muss ich sagen. Ab und zu muss man einfach mal eingreifen. Das ist nun mal so, ne? Dann kann man auch eher mal Veränderungen machen, als wenn man einfach nur alles wachsen lässt und irgendwie sie mit dem Kopf dann nur durchwurschtelt. Das ist dann nicht mehr so klar in dem Sinne. Aber jetzt gefällt mir das doch ganz gut. Jetzt bin ich auch überlegen, ob ich den roten Topf da oben vielleicht gut zerstehen lasse und das andere einfach weiter wachsen lasse. Das würde ich dann einfach mal rechts an die Wand irgendwie ein bisschen lenken dann. Ja gut, kann man jetzt nicht sehen, weil der Topf davor hängt. Ne? Aber ich glaube, das könnte vielleicht auch eine coole Sache sein. Ja, und diese Klebehaken, also ganz herzlichen Dank. Das ist echt der Burner, was man da alles mitmachen kann. Ne? Kannst nicht nur Handtücher aufhängen, kannst sogar Töpfe aufhängen an der Wand, hast du nicht gesehen. Ja, okay. Yippie-yay. Es geht morgen auf jeden Fall weiter. Nur gerade habe ich jetzt nicht mehr so die Zeit. Was haben wir jetzt kurz für halb eins ungefähr? Ja, irgendwie bin ich platt heute. Heute Nacht war die Heizung ausgefallen. Ist jetzt vorhin jemand gekommen. Jetzt läuft sie wieder. Jetzt steigt die Temperatur wieder. Aber zum Glück haben wir es nicht ganz so kalt gehabt. Ne? Das wäre dann schon, ne, nicht so gut. Okay, es geht auf jeden Fall weiter.